Hallo und herzlich willkommen zu unserem Video, in dem ich gerne erklären möchte, wie man auf die VU Plus in diesem Falle die Image OpenRTV installieren kann. Und dazu benötigen wir nur ein paar Kleinigkeiten. Einmal einen USB-Stick, der kann 2 GB, 4 GB, 8 GB, 16 GB groß sein. Desto größer, desto sinnloser meiner Meinung nach, weil wir müssen den formatieren. Der muss auch leer sein und er muss im Format FAT32 formatiert werden. Dann brauchen wir natürlich unseren Receiver, den wir einmal flashen möchten. Und es gibt noch ein paar Programme, die in der Beschreibung natürlich von mir aus noch verlinkt sind. So, dann gehen wir mal Schritt für Schritt. Wir nehmen den USB-Stick, setzen den in unseren Rechner. Anschließend öffnen wir das Tool, was ich zur Verfügung stelle in der Beschreibung, HP USB Disk Storage Formatter. Diese App funktioniert nur bis Windows 8. Ich habe es jetzt mal ausprobiert. Nach Windows 8 funktioniert es nicht mehr. Da bitte dann das eigene Tool nehmen, was Windows zur Verfügung stellt. So, einmal als Administrator ausführen, ganz wichtig, sonst funktioniert die App nicht immer. Dann suchen wir uns den USB-Stick heraus, sagen dem, er soll es bitte in FAT32 formatieren. Ganz wichtig, Quick-Format reicht in diesem Falle. Bestätigen, nochmal bestätigen, der Stick ist dann komplett leer. Und während der das jetzt gerade formatiert, könnt ihr unten in der Beschreibung auf den Link gehen und OpenRTV, also die Webseite der OpenRTV, könnt ihr dann die Image eures Receivers herunterladen. Hier sind einige Images schon vorhanden. Wichtig ist, ihr müsst euch vorher in diesem Forum ist das registrieren, damit ihr das überhaupt herunterladen könnt. Und ich habe jetzt mir schon mal die Aufgabe gemacht, VU Plus zu suchen hier, VU Plus Images. Und dann habe ich hier meine Modellreihen, die zur Verfügung gestellt werden. Ich habe hier auf dem Tisch eine VU Plus Solo SE. Dann gehen wir hier mal auf die VU Plus SE. Hier werden mir die Mirrors angezeigt, also sprich die Quellen, wo sich die Image befindet. Hier haben wir natürlich auch nochmal die ganzen Receiver dargestellt. Und ich möchte gerne hier einmal die VU Plus haben. Und dann kann man hier hinten schon erkennen, 2020, 03/26, also März 26 wurde die Image erstellt. Am 27. und am 29. gab es wieder eine kleine Erweiterung. Deswegen nehme ich gleich die neueste, wenn ich schon die Möglichkeit habe. Speichere die mir jetzt aktuell einfach mal auf den Desktop. Das hat eine Größe von 110 MB aktuell. Bei einer sehr schnellen Internetleitung ist es kein Problem. 25 Sekunden sind übrig. Und dann kommen wir auch schon zum nächsten Punkt. Den USB-Stick, den haben wir ja schon formatiert, ist ja schon bestätigt. Den lassen wir jetzt auch einfach eingesteckt, close, beenden die App. Was ihr natürlich noch braucht, ist WinRAR, WinZip oder 7ZIP. Das ist euch überlassen. Ich habe sowohl als auch. So, jetzt habe ich hier OpenRTV VU+. Ich klicke einmal diesen Ordner an. Das ist ganz wichtig. Nichts anderes öffnen, nur den Ordner anklicken, entpacken. Dann auf den USB-Stick gehen, den man benötigt, speichern und dann warten, bis das Ding hier exportiert ist auf den USB-Stick. Und wenn der USB-Stick fertig ist, geht es dann natürlich an dem Receiver weiter. Hier in meinem zweiten Monitor könnt ihr schon sehen, da ist eine VU Plus Image drauf, VTI. Mir gefällt die nicht, auch weil es einfach zu brachial aussieht. Solange das Ding entpackt, kann ich es euch auch mal zeigen. Mir gefällt einfach die Oberfläche nicht. Daher werde ich jetzt auch die OpenA-Oberfläche machen, die ist von meiner Seite viel schöner. So, gehen wir mal ins Menü. Also, wie gesagt, mir persönlich gefällt sie nicht. Nun ist der Download bzw. das Entpacken auch schon erledigt. Dann schließen wir einmal die Seite, gehen dann eigentlich nur noch an den Rekorder mit dem USB-Stick. Wir nehmen einmal den USB-Stick, schalten einmal die VU Plus mit dem Kippschalter hier hinten einmal aus. Nehmen den USB-Stick, gehen damit einmal in die USB-Schnittstelle, schalten die VU Plus noch einmal ein und hier vorne werdet ihr gleich ein pulsierendes Licht sehen, und zwar die Standby-Leuchte wird pulsieren. Das heißt, er wird sich jetzt gerade die Image installieren, und wann könnt ihr erkennen, dass es fertig ist? Und zwar, wenn es anfängt wirklich zu blinken, ja, also nicht mehr zu pulsieren, so wie hier, das einmal leicht an- und ausgeht, sondern es muss wirklich anfangen zu blinken. Dann wisst ihr, dass das Gerät installiert ist. Hier müsst ihr auch ein bisschen Geduld bewahren, denn es kann einige Minuten dauern. So, und nun könnt ihr den Unterschied, glaube ich, gut erkennen. Jetzt fängt es an zu blinken, und wenn das Blinken anfängt, dann ist die Box schon fertig. Nun müsst ihr einfach den Kippschalter nochmal betätigen, abschalten, USB-Stick rausnehmen und wieder einschalten. Jetzt werdet ihr gleich hier auf meinem Monitor erkennen, OpenRTV.
So einfach war das mit der Image. Und nach der Image möchte ich euch auch gerne zeigen, wie man einiges konfiguriert. Vor allem, weil die OpenA-Image, finde ich persönlich, für IPTV optimal geeignet ist, würde ich euch dann auch gerne zeigen, wie man IPTV auf die Image installiert.